Ich glaube, von allen Festivals haben wir die geilsten Toiletten. Das sind zwei spezielle Toilettenwagen. So was hast du noch nicht gesehen. Mit Flachbildschirmen ja. Und Videos, ja, die laufen. Ist das. Ah, herrlich. Ist. Das sind Luxus-Toiletten. Ja, sind das, so heißen die auch. Hallo Freunde. Dies ist das Gut Varellenstur. Es ist einer der schönsten Orte, die man sich vorstellen kann für ein Konzert. Wir haben ein Festival, und zwar vom 28. bis zum 30. August. Und dieses Festival wird ein Volksfest. Ihr könnt eure ganze Family mitbringen. Es wird wahrscheinlich sehr gutes Wetter sein. Und wir werden wunderbare Bands auf der Bühne haben, unter anderem Dean Collins und noch viele, viele andere. Und auch ich werde auftreten am Samstag. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr kommt. Denn es wird, wie gesagt, ein großes Volksfest. Schaut euch um, es ist so schön hier. Wir werden euch viel, viel bieten können. Und ich denke, wir werden auch viel, viel Spaß miteinander haben. Wir freuen uns auf euch. Das ist ja diesmal bei dir so aller Aufwendung. Das finde ich ja süß. Herr Bockhoff. Sie sagen immer, ich bin für eine Überraschung gut. Sie aber auch. Das finde ich super. Jeder, der letztes Jahr die Chance hatte, eines der beiden Konzerte zu erleben. Wahnsinnstimme, super Performance, alles was dazugehört. Sie hat, glaube ich, Stur hier und Umgebung im Sturm erobert. Und wir sind mit Sicherheit alle drauf gespannt, was nun am 29., wo Julia Neiger der Headliner sein wird, im Grunde genommen, was sie mit ihrer Band dort präsentieren wird. Ich sage Ihnen jetzt schon mal, das ist ein reines Bauchgefühl, was ich jetzt schon habe. Ich merke, wie bei Julia sich die Spannung schon aufbaut. Und ich glaube, wir werden hier wieder ein Konzert erleben, was seinesgleichen sucht. Und am Samstag von 11 bis um 15 Uhr, da sind wir mit dem Halb-Hobby-Marathonlauf durch. Wir haben dann im Grunde genommen um 18 Uhr, um 17 Uhr haben wir Einlass, um 18 Uhr wird dann Dean Collins mit seiner Band auftreten. Es ist mir eine große Freude und Ehre, hier im Stur im Nord auftreten zu dürfen. Ich habe letztes Jahr das große Vergnügen gehabt, den Norden von der schönsten Seite kennenzulernen. Und ich freue mich, dass die Bands dabei sind. Also Dean Collins habe ich ja schon mal das Vergnügen gehabt, erleben zu dürfen. Er ist ja in Stur vor mir aufgetreten. Und es war sehr, sehr schön. Und von den anderen Bands habe ich gehört. Also musikalisch gesehen ist das ein Konzert, das eigentlich außerhalb des regionalen Charakters steht, rein von dem, was da geboten werden wird. Es gibt ja viele Festivals, die mich als Headliner dann holen. Und man kann einfach davon ausgehen, dass alles, was davor auftritt, aus der kleinen Region stammt und die dann eine Chance haben, zum Beispiel 16, 17, 18 Uhr aufzutreten. Das wird hier nicht der Fall sein. Also das sind alles Profibands, alles handwerklich sehr gute Musiker und man kann von einem hochwertigen Festival ausgehen. Es wurde immer so, also gerade von Kollegen, die schon vor meiner Zeit bundesweit auf Tour gehen konnten oder so, es sind mir ein paar begegnet wie Joy Fleming oder Ochsenknecht oder so, die waren ja schon vor mir da und Ochsenknecht hat in den 80ern, das wusste man damals gar nicht, viel Musik gemacht, auch neben seiner Schauspielkarriere, die stammen ja aus Mannheim, diese Kollegen und auch Katharina Valente und wer da alles herkam. Die haben gesagt, pass bloß auf, der Norden. Nee, gar nicht. Also ich bin, wie gesagt, immer wieder begeistert. Und wenn es denn logistisch nicht so kompliziert für mich wäre, rein von der Tatsache her, dass es so weit oben im Norden liegt, würde ich sogar hierher ziehen. Weil vom Klima, von den Leuten finde ich sehr, sehr schön. Aber es ist halt natürlich für mich einfach von der Örtlichkeit mitten in Deutschland angenehmer. Von da aus reise ich viel in den Süden, in den Norden, Westen, Osten. Und ich habe dann natürlich meine Freunde und meine Familie. Aber es ist eine tolle Gegend. Ich verstehe es. Die beiden haben Sie gerade erkannt. Ja, liebe Leute aus Stur und Umzu. Beim letzten Mal habt ihr mich ja im Übungsraum erlebt bei M&M. Ich glaube, es ist ein ganz spannendes Interview geworden. Und heute bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass die Julia Neigel bei der Pressekonferenz heute Morgen im Rathaus war. Sie sitzt jetzt hier neben mir, was jeder zweifelsohne sehen kann. Und ich habe einfach mal zwei, drei Fragen an Sie. Als erstes würde ich dich gerne mal fragen wollen, wie macht man es eigentlich, dass man von Mal zu Mal
jünger werde? Das ist ja süß. Frage antworten? Ist eine Frage. Echt, ja, ist eine Frage. Glücklich sein. Wirklich nur glücklich sein. Gute Laune haben. Mhm. Und gesund leben. Das bist und zwar mit Spaß. Okay, und das bist du zur Zeit? Bin ich sehr. Und feiern tue ich viel. Ach. Im Ernst. Aber ganz nebenbei bist du ja auch dabei, demnächst ins Studio zu gehen. Mhm. Neue CD auf die Beine zu stellen. Mhm. Ist nochmal eine neue Herausforderung für dich. Auch das. Siehst du das auch gleichzeitig als neuen Beginn einer neuen Julia Neigel-Ära? Ich sehe das als beides. Denke ich jetzt beides. Mal so 10 Jahre im Voraus. Als beides. Also ich sehe das zumindest zum einen als Neubeginn einer Julia Neigel-Ära, weil die Julia Neigel, die man so von mir kennt, die heißt jetzt Julia Neigel, wie sie immer schon hieß. Und ich sehe es aber auch als Anknüpfung der Ära, die ich damals mit dem Album Alles aufgegeben oder verlassen habe. Da bin ich aus der Öffentlichkeit weggegangen und habe 10 Jahre pausiert und knüpfe praktisch da auch gleichzeitig wieder an. Aber ich sehe es auch als Neuanfang. Also ich sehe es auch als Weiterentwicklung und als Neubeginn an und alles zusammen. Also mit anderen Worten, wenn du dich die nächsten 10 Jahre jetzt weiter und glücklich fühlen solltest, siehst du in 10 Jahren noch jünger aus wie heute. Also ich habe mir sagen lassen, genieße einfach dein Leben und tue das, was dich wirklich glücklich macht. Und dann ist letztendlich Aussehen nicht so entscheidend, weil das kommt ja von innen. Und so lebe ich auch und mir geht es auch richtig gut dabei. Ich mache mir ansonsten keine Gedanken darüber. Okay, dann sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr von innen heraus leben, dann würde ich auch etwas jünger aussehen. Sieht gut aus. Nochmal eine Frage, was jetzt Gut Fahre betrifft. Erklär doch mal den Leuten aus Stur und Umzu, warum sollten sie zu dem Sommerfestival kommen? Weil es ein richtig geiles Festival wird, weil es ein Spaß-Event wird, weil es ein Familien-Event wird, weil es eine große Party wird und weil es ein richtig großes Amüsement wird und weil sie bestimmt gute Laune haben werden und weil es bestimmt ein Riesenspaß wird. Und weil es eine tolle Sache am Wochenende ist. Okay, also du würdest jedem empfehlen, Leute, geht hin. Also wenn ich so ein Festival direkt vor Ort hätte, in so einem schönen, auf so einem schönen Event, in so einer schönen Gegend, da würde ich glatt hingehen, hundertprozentig. So was gibt es bei uns gar nicht, das ist es ja. Ich finde das so toll. Und, also, und ungeachtet dessen, ob ich da jetzt auftrete oder jemand anders auftritt, ich finde einfach den ganzen Event so schön. Mhm. Und dann machst du ihn noch und ich weiß, wenn du ihn machst, wird er gut. Oh, das verpflichtet jetzt aber. Sehr gut, bitte. Ah, okay. Ich bin einer von dreien, die hinter der Organisation Erhard vor Stur stehen. Sicherlich bin ich vielleicht, ich sag mal, der Rambo, der Leitwolf bei der ganzen Geschichte. Wir bemühen uns da natürlich, was Bombiges zu machen. Aber wie immer, man braucht viele Helfeshelfer, die alle im Hintergrund aktiv sind. Ganz sicher aktiv sind. Und vielleicht ein glückliches Händchen, dass ich die dann alle zusammenführen kann. Also an der Organisation soll es jedenfalls nicht scheitern. Wir werden uns auch wie im letzten Jahr wieder tierisch für Mühe geben und jeder, der dorthin kommt, darf überrascht sein, was wir da alles auf die Beine gestellt haben und auch werden. Du hast heute nochmal das Festivalgelände gesehen. Ich bin so begeistert, ich könnte mich da wirklich niederlassen. Was hat dir besonders daran gefallen? Also natürlich ist erstmal richtig viel Platz, auch für Kinder zum Spielen, zum Rumrennen. Ungeachtet dessen wird da auch kein Kind zugeballert mit Musik, das kann sich irgendwie vergnügen, wenn es keine Lust hat auf ein Konzert, aber die Erwachsenen können sich da wirklich entspannt vor die Bühne stellen, haben einen tollen Blick. Es ist geräumig, es ist ein wunderschönes Gebäude, rechts, links, der Bach hinten, der plätschert so entspannt daher. Also es ist wirklich ein Traum-Event, ein Traumplatz für ein Konzert. Und ich habe mich da vorhin auf diese Parkbank gesetzt und wollte gar nicht mehr weg. Es war so schön. Und dann kannst du gleich bis zum 8.29. da bleiben. Genau, wenn du mir dort ein Zimmer besorgst. Kein Problem. Ein Häuschen, das ist so süß. Also ich würde es an eurer Stelle auf jeden Fall sehen. Das ist so schön. Okay, das war mit Sicherheit genügend Animation, hoffe ich jedenfalls, für die restlichen Zweifler, ob sie zum Sommerfestival hingehen oder nicht. Julia Neigel, wir freuen uns, dass du am 29.08. mit deiner Band, mit einer Rockformation, dort erscheinen wirst. Ja, Leute, ihr wisst ansonsten ja auf der Internetseite, was an sonstigen Bands dort spielt. Ihr wisst, es gibt noch ein Hobby-Halbmarathonlauf, wo wir leider immer noch bis zu 10 Mannschaften suchen. Also für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck, bewerbt euch. Tja, und ich würde dann sagen, bis zum 28. auf Gut Fahre. Puff.